Aber er ist näher am Mikrofon. Egal. Hallo zusammen. Wir wurden schon oft gefragt, wie man zu Hause Produkte genauso hinbekommen kann wie im Restaurant. Und wir haben uns jetzt entschieden, dieses Video zu drehen, damit mit einigen Tipps und Tricks es auch klappt. Alles klar, viel Spaß. So, wir zeigen euch jetzt, wie man einen ganzen Fisch verarbeitet. Das ist das, wo die meisten Schwierigkeiten haben. Hier haben wir eine super frische Dorade Rosé. Haben wir aus dem Frischeparadies in Stuttgart. Man sieht, wie frisch sie ist. Wunderschöne Augen. Sie hat richtig schöne rote Kiemen. Das Fleisch ist schön fest. Die Schuppen sind richtig fest und lösen sich nicht. Das ist auch ein frisches Merkmal. Als erstes entfernen wir die Flossen. Alles, was einen verletzen kann beim Schuppen, muss man entfernen. Die sind richtig spitzig, ist richtig gefährlich. Wir entfernen alle Flossen, bevor wir den Fisch schuppen. Dazu kann man auch, da gibt es so schwarze Scheren im Baumarkt, die richtig stabil sind. Die kann man auch daheim benutzen. Das ist jetzt extra dafür gemacht. Hier, die ist noch nicht ausgenommen. Das ist ein Wildfang. Dann muss man hier reinstecken. Und dann kann man das bis hoch an den Kopf aufschneiden. Entfernen vorsichtig die Innereien. Und jetzt gehen wir den Fisch schuppen. Zum Schuppen nehmen wir ein ganz normales Messer, wo nicht so scharf ist und auch keine Zacken hat, damit wir die Haut nicht verletzen. Nehmen ein Zeber oder eine Serviette, damit wir hier einen besseren Halt kriegen und nicht ausrutschen. Und ich mache das immer so, dass ich den Fisch unter einen kalten Wasserstrahl halte, damit die Schuppen nicht so weit durch die Gegend springen. Und fange hinten an, ganz vorsichtig zu schuppen. Jetzt kann man sich auch nicht mehr verletzen. So, jetzt filetieren wir den Fisch. Dafür brauchen wir ein scharfes Messer. Und dann fangen wir an. Hier, wo die Flossen waren, ist die Krete, das spürt man, das Harte. Dann müssen wir hier anschneiden, am Ende vom Kopf. Genau hier, wo die letzte Flosse war, hier, die seitliche. Und versuchen dann ganz vorsichtig an der Karkasse entlang. Am Anfang muss man ganz vorsichtig, sonst zerschneidet man den Fisch, an der Karkasse entlang mit dem scharfen Messer bis runter zu es. Man sieht jetzt hier die Karkasse und hier muss man sich so ganz langsam nach unten arbeiten. Das braucht ein bisschen Übung und vor allem scharfes Messer. Vorsichtig. Das sieht man hier wunderbar, ein Fisch.
und haben hier das Filet. Dann entfernt man die Bauchlappen. Als nächstes entfernen wir die Kreten. Das machen wir mit einer Kretenzange. Die gibt es eigentlich überall zu kaufen. Dafür suchen wir mit dem Finger, gehen wir hier drüber, dann spürt man genau die Kreten. Wir haben hier eine Schüssel Wasser, damit wir das hier so abmachen können, dann bleibt es nicht kleben. Dann ziehen wir die kompletten Kreten hier. Ricardo, was machen Sie da? Ja, ich mache eine Fischvelouté. Fischvelouté? Ja, mit Kasse und ein bisschen Sellerie, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Butter. Was wichtig ist, wenn man eine Fischvelouté macht, man will ja eine weiße Soße haben, da muss man darauf achten, dass man auch weißes Gemüse hat. Keine Karotten mit reinmachen und die Zwiebeln müssen auch geschält sein. So alles, was die Soße verfärben könnte, muss man entfernen. Ohne Farbe anschwitzen, dann schmeißen wir nämlich nichts vom Fisch weg. Wir verarbeiten den kompletten Fisch und ziehen auch gleich nebenbei die Soße. Salz, Pfeffer, bisschen Senf und Koriandersaat und dann Weißwein, 9 Liter. Und Knoblauch für die Geschmack. Wenn alles runter reduziert ist, gießen wir mit Wasser auf. Wir bedecken ihn nur ganz leicht. Auf niedriger Hitze lassen wir ihn jetzt um die 30 Minuten ganz langsam köcheln. Während die Fischsoße hier langsam vor sich hin köchelt, zeige ich euch noch schnell, wie man eine Jakobsmuschel verarbeitet. Hier haben wir zwei wunderschöne Jakobsmuschel. Dann gehen wir hier mit dem Messer auf der flachen Seite der Muschel schön entlang und lösen den Muskel von der Schale. Sieht man hier, war der Muskel dran. Da muss man immer mit dem Messer so rüber, damit man die Muschel nicht verletzt. Und dann öffnet sie sich. Das gleiche machen wir auf der Rückseite. Hier die Muschel. Hier ist Muskelfleisch, was gelöst werden muss. Schön vorsichtig. Und hier die schöne Muschel. So, jetzt passieren wir ein bisschen von der Soße. So, jetzt ein bisschen Sand. Ein Stück Butter. Zitronenzest. Lass mich schon. So. Jetzt kommen wir zum Fisch und zu den Jakobsmuscheln. Ein kleiner Trick von mir. Ich verwende Kartoffelflocken anstatt Mehl zu melieren. Sie schmecken besser. Das sind die ganz normalen Kartoffelflocken, mit denen man Kartoffelpüree kocht. Das kennen wahrscheinlich die meisten von daheim. Wir benutzen das ausschließlich, um eine Kruste auf der Haut zu bekommen. Eine leichte Kartoffelkruste. Und zwar könnt ihr es dann auch Glutenallergiker essen. Ich zeige euch, wie es geht. Wir würzen den Fisch von beiden Seiten und legen ihn
und die Kartoffelflocken. Das gleiche machen wir mit den Jakobsmuscheln. Die Kartoffelflocken ziehen auch Feuchtigkeit und dann vermeidet man, dass in der Pfanne es anfängt zu köcheln. Wir lassen die Pfanne heiß werden, fügen ein bisschen Olivenöl mit rein. Nach so 30 Sekunden kann man den Fisch so ganz leicht runterdrücken. Nicht vorher, weil sonst zerreißt die Haut. Ganz leicht in Form geben. Wir sehen jetzt, hier hat sich eine goldbraune Kruste gebildet. Jetzt fügen wir wieder ein bisschen Butter mit rein, ein bisschen Thymian, eine zerdrückte Knoblauchzehe. Wir lassen sie in der Schale, damit der Knoblauch nicht verbrennt und nicht bitter wird. Und wiederholen das gleiche wie beim Rinderfilet. Wenn man aus den Karkassen keine Soße gemacht hat, wenn man die Karkasse weggeschmissen hat, gibt es einen kleinen Trick, indem man noch ein Stück Butter reinmacht, ein bisschen Zitronensaft und mit einem Weißwein ablöscht. Und praktisch eine leichte Weißweinsoße in der Pfanne bildet. Das ist die einfachste Variante, um eine Soße zu machen zum Fisch. Hier sieht man die sämige Soße durch die Butter. Das ist eigentlich so, wie man in einem normalen italienischen Restaurant seine Filetto di sogliola al limone. Tun wir noch ein bisschen. So, jetzt kommen wir zur Jakobsmuschel. Die haben wir jetzt schön ummantelt mit den Kartoffelflocken. Jetzt kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Die Pfanne muss bei Jakobsmuscheln schön heiß sein. Man sieht hier jetzt wunderbar, dass die Kartoffelflocken das Wasser der Jakobsmuschel entziehen und auffangen. Schön kross. Zitronensaft mit rein. Man kann die Fischvelouté mit ein bisschen Mondamin oder Kartoffelstärke abbinden, wenn sie zu flüssig ist. Oder man lässt sie noch ein bisschen runter reduzieren und tut mit ein bisschen kalter Butter es aufmontieren, aufmixen. Jetzt probieren wir mal, wie das schmeckt. Oh, oh mein Gott. Mm. 4 Kühe. Warte mal kurz. Was hast du gerade gesagt? Nee, was war nochmal? So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns zwei heute und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen
Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder ihr wollt ein neues Video sehen, einfach in die Kommentare schreiben und wir werden versuchen, es umzusetzen. Für kulinarische Komplimente abonniert den Channel. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir sind noch hier. Scheiße.